Hi, Ladies and Gentlemen. Wir haben uns beim letzten Mal so ein bisschen den Oberkörper vorgenommen, am Tisch gearbeitet, beziehungsweise die Liegestütze gemacht. Heute machen wir Oberschenkel und Hintern ein bisschen platt und kombinieren das mit einer leichten Bauchübung. Also denkt dran, wir hatten das beim letzten schon mal, die Ausfallschritte, dass ihr Platz habt für zwei Stück. Und wir kombinieren das diesmal mit Kniebeugen. Ja? Ihr wisst wieder Bescheid, ungefähr hüft mal Stand. Füße so, dass ihr es bequem habt. Fersen bleiben grundsätzlich durchgängig auf dem Boden. So als Hilfsmittel, weil manche es nicht können, dann stellt euch unter Umständen oder legt euch ein kleines Handtuch drunter, beziehungsweise wenn manche wirklich so unflexibel sind, zieht Turnschuhe an mit einer adäquaten Sprengung, wenn ihr sowas habt, dass ihr quasi wirklich einen fixen Stand hat. Das heißt, ihr macht zuerst eine Kniebeuge und geht dann direkt in den Ausfallschritt. Und das durchgängig weiter. Immer Kombination Kniebeuge, Ausfallschritt links, Ausfallschritt rechts, Kniebeuge und so weiter. Guckt mal, dass ihr ausgehend von den Kniebeugen 20 bis 30 Wiederholungen hinkriegt. Ja, und das kombiniert ihr mit Beinheben in der Rückenlage. Das heißt, ihr legt euch ja hin, ihr könnt die Hände entweder neben dem Körper liegen lassen, oder zur Unterstützung des Reiters, ihr setzt euch sozusagen auf die Hände mit dem Po und dann hebt euch ja einfach die Beine an. Unten immer nur kurz antippen die Arme und wieder hoch. Wenn ihr ein bisschen Dehnung reinbringen wollt, geht ihr mit den Beinen über den Oberkörper. Ihr könnt grundsätzlich den Kopf ablegen dabei oder ihr bringt gleich mal hier ein bisschen Spannung rein als Gegenpool zum immer am Rechner sitzen. Okay, und auch hier so 20, 30 Wiederholungen und das kombiniert er halt, wie gesagt, mit den Kniebeugen Ausfallschritten, atmet 1 bis 2 Minuten durch und ich denke hier auch so 10 bis 20 Runden sollten genügen. Sportfrei, ciao!